Sommer. Zwanzig Jahre später. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. So, und damit heiße ich euch noch einmal herzlich willkommen zu Let's Play The Last of Us. Mittlerweile schon der zweite Part. Ja, und ich entschuldige mich dafür, dass ich in der ersten Folge nicht so viel reden konnte, weil einfach die Story so spannend war. Heute kam diese scheiß Aufforderung. Und jetzt starten wir endlich in das Spiel. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Ja, 20 Jahre nach dem Ausbruch der Katastrophe. Und es sieht dementsprechend aus. Alles im Arsch. Okay, und jetzt knöpfen wir uns diesen Robert, oder wie auch immer der heißt, vor. Sagen dir mal, wo es lang geht. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Mitten in der Quarantäne. Hey, okay, Scheiße. Ich hab nichts Falsches gemacht. Hände hoch, verdammt nochmal. Mach schon. Gut, Fuck. Waren sie unschuldig? Waren sie nicht infiziert? Man weiß es nicht. Alles versinkt im Chaos. Sogar die Stadt wird bald dem Erdboden gleich sein. Lebensmittelkarten gefälscht. Himmel, was ist passiert? Was glaubst du? Und ich habe uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Ich habe gehört, sie haben. Bleib einfach cool. Okay. Danke, Frau.
Okay, Checkpoint, South 5. Na dann wollen wir mal. Ausreise bitte. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich hab heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Oh shit. Los hier, los! Dort hinten! Scheint rein zu sein. Achtung! Checkpoint 5 ist bis auf weiteres geschlossen. Alle Zivilisten müssen hier bereit. Okay, scheiße. Dann brauchen wir wohl einen anderen Weg. Zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Okay, verarzte deine Wunden mit einem Medikit. Wähle es aus und drücke R2. Auswählen, R2. Gedrückt lassen. Darum-bam-bam. So, das werden wir noch sehr oft brauchen. Auch wenn ich nur auf normal spiele, ich bin hinter der Mauer. Auf keinen Fall ein Profi. Oder wir lassen Robert in Ruhe. Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Okay, dann Marlene durch den Osttunnel. Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Okay. Wir sind da dran. Da wären wir. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braucht Morgen, Kollege. Zusammen. Und wie sieht's hier aus? Alles nicht gut. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Gemütliches Sofa hat er da auf jeden Fall. Also, jo, hilf mir mal Respekt. Damit. Okay. Ein ganz unauffälliger Eingang. Und eine Dartscheibe. Seid vorsichtig da draußen. Na, dann gehen wir mal. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Es wäre nicht. Delicious. So, unser Zeug. Wer möchte da denn nicht wohnen? Okay. L nach vorne und X. Ah, okay, da ist Ausrüstung. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Ah, schon besser. Jetzt sind wir nicht mehr wehrlos. Tja, du musst gut zielen. Mehr oder weniger. Okay, drücke R2 zum Nachladen, während du nicht zielst. Okay. 4 Kugeln, okay, nur? Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Oha. Okay. Und da hochhelfen. So. Bereit? Ja, Ma'am. Na los. So. Dankeschön. Teamwork, würde ich mal sagen. Okay, und da geht's weiter. Geh weiter. Okay. So, gut, das hätten wir. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? So, und natürlich schaue ich gleich einmal als erstes da hinten nach, ob sich da was versteckt. Ist doch klar. Das stinkt doch nur nach Secrets. Oder? Ein bisschen Munition wäre nicht schlecht, weil 4 Kugeln, ich weiß noch nicht.
Aber nö, da gibt's nix. Aktuell kann ich auch nicht mehr sprinten. Da, auch nix. Okay, kriechen geht auch noch nicht. Interesting. Und damit werden wir das erste Mal, naja, mehr oder weniger draußen, aber dann noch nicht, weil wir sind ja noch mitten in der Stadt, das ist relativ. Wo ist die Leiter? Sie muss hier ja irgendwo sein. Okay, wir brauchen eine Leiter. Ist da eine Leiter? Nö. Ah, da. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Okay, dann bringen wir mal die Leiter rüber. So. Ladies first. Ein richtiger Lady. Gentleman. Du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Okay, da riecht es jetzt aber noch viel mehr nach Secret. Also ganz ehrlich, warum sind die Räume denn so groß da? Das kann ja nicht sein. Nö, aber ich finde nichts. Liegt es an mir oder? Taschenlampe haben wir auch. Wow. Also, so viel habe ich selten gefunden. Ist da noch was? Da ist noch eins. Also diese Dinge sind auf jeden Fall wichtig. Man kann sich sicher vorstellen, warum. Okay, und da haben wir auch noch was. Hoffe ich. Ja. Firefly-Anhänger. David Michael Wichel. Okay. Very interesting. Haben wir da noch was? Schaut nicht so aus, nein. Okay. Jetzt hier runter. Klappert unsere Waffen noch ab? Um seinetwillen, hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Also gerade jetzt am Anfang suche ich nach extra viel nach. Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Zeugs? Vermutlich. Ja, tja, er hat immer. Weil wir werden es brauchen. Es reicht dann für eine Weile. Warte, Sporen. Oh shit, hä? Was macht denn die Maske da? Fail. Okay, Sporen. Die darf man nicht einatmen, sonst wird man infiziert. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Okay, ducken. Da liegt ja der Grund. Und wo Sporen sind? Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Sind auch Zombies. Aber anscheinend nur der eine. Oder zwei. Shit. Und ich sage nur, alle guten Dinge sind wahrscheinlich drei. Ja, die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Und ich hoffe, es lebt keiner mehr. Vorsicht. Scheiße! Pass auf! Helf mir! Meine Maske ist kaputt! Ich will mich nicht verwirren. Ah, Munition. Bitte. Was willst du jetzt tun? Besser als ein Zombie werden, würde ich sagen. Gehen wir. Es war nur ein Gefalle. Okay, haben wir da noch irgendwas? Nein. Natürlich habe ich jetzt auch eine Kugel verschwendet, aber ich hoffe, das wird jetzt nicht irgendwie nachtragend sein. Oh shit.
L1 gedrückt halten für Lauschmodus. R1. Scheiße. Wie willst du vorgehen? Sag Tschüss! Okay, den hätten wir. Die anderen beiden. Himmel. Fuck. Scheiße. Oh, fuck, das ist er. Ich dachte, das war sie. Fuck, keine Munition. Da muss wohl die Faust dran halten. Okay, das waren alle. Hoffentlich. Gut, das war gerade nicht so bravourös von mir. Aber wir leben. Das ist das Wichtigste. Okay, warte. Haben wir da noch irgendwas? Ja. Müsli-Riegel. Bringt Gesundheit. Okay, und da? Okay. Keine weiteren Infizierten, aber Munition. Okay, gleich mal nachladen. Okay, gut, dann gehen wir mal. Bevor noch mehr Besucher kommen. Unerwünschte. Okay. Die Luft ist im wahrsten Sinne des Wortes rein. Okay, da noch nicht ganz. Ist da was? Irgendeine Schublade? Nö. Okay. Okay, gut, die erste Hürde hätten wir überstanden. Von vielen. Frische Luft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn die nicht abgelaufen wäre, wäre das eine Idee. Okay, da können wir nicht dran. Schade. Ah, okay, ein versteckter Eingang. Hier lang. Sicher den Eingang. Geht klar. Und hoffentlich sind da keine weiteren Infizierten. Okay, da unten. Haben wir nichts. Schade. Verdammt, das Brett ist weg. Ich hab doch immer eins dabei. Nein, was? Wärst du so nett, bitte? Na, war ich sicher. Hol es. Achso, ja, sicher, ich hol's. Und da es unten liegt, kann ich leider keinen schlechten Witz mitbringen. Ich hol's runter. Nein, was? Ich hör schon auf. Schon gut. Hier, reich es rüber. So, mit Teamwork klappt alles. So, da, bitteschön. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Und wie kommen wir rauf? Da vielleicht? Durch die Tür? Nö. Geht doch. Schwing deinen Arsch hoch, dann los. Zu Befehl, Boss. Oder da. Wir sind fast da. Hallo, wo ist der Ausgang? Irgendwas blicke ich gerade nicht. Ach so, da. Ach so. Hallo? Kletter doch auf. Danke. Ach so. Okay, jetzt bloß nicht runterfallen.
Alles ganz easy. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Ja, und alles klar. Komm. Ob da Soldaten sind, das sehen wir dann in der nächsten Folge von The Last of Us. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel bis hierhin und ich hoffe, ihr seid auch weiterhin dabei. Lasst einen Kommentar oder einen Daumen hoch da, das wird mir sehr helfen. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.